Frühling ist da, dieses ULMX, Universal Language Media Exchange. Heute sprechen wir über, wie ich von den USA jetzt beeindruckt bin, jetzt nachdem ich ein bisschen Perspektive bekommen habe und in Deutschland wohne. Es ist Frühling, aber es ist nicht zu warm, dass die Mütze eine Übertreibung ist. Irgendwie ist die Sonne sehr stark, aber die Luft trotzdem relativ kalt. Und der Wind macht es, sodass man wirklich kalt werden kann. Beeindruckt von den USA jetzt, nachdem ich in Deutschland gewohnt habe. Also, ich habe es immer für gegeben gehalten, dass Leute sehr viel Platz außenrum vom Haus haben und dass Leute ihre eigenen Häuser besitzen. Es kann sein, dass es nur vom Alter kommt, aber ich hatte nie das Bewusstsein, dass es irgendwie etwas Besonderes ist, einen großen Garten und das eigene Haus zu besitzen. Vor allem, mich beeindruckt, wie amerikanisch die Amerikaner sind. Und in Europa scheine ich auf jeden Fall relativ amerikanisch. Aber in Amerika bin ich mehr europäisch, wirklich, tatsächlich. Aber dass sie so stark zu ihren Wegen festhalten, das finde ich beeindruckend. Es ist nicht immer auf positive Art, aber trotzdem beeindruckend. Zum Beispiel mit dieser mangelhaften Wiederverwertung, Recycling. Schade. Noch etwas, was ich relativ beeindruckend finde von den USA, ist, wie groß die Autos sind und dass alle Autos haben und fahren. Ja, man kann das wahrscheinlich besser leisten, wenn man sehr wenig Steuer bezahlt und dann sind die Straßen alle am Arsch. Aber es ist beeindruckend, dass alle diese großen Autos fahren. Die fahren auch Pickup Trucks, was ich gelernt habe vor kurzem, in Deutschland immer als Luxus bezeichnet wird. Wenn man ein Geschäft hat und in der Baubranche arbeitet, kann man trotzdem die Steuer nicht abrechnen für ein Pickup Truck. In den USA ist es nicht Luxus, weil man natürlich über alle möglichen Risse und Löcher fahren muss, weil die Straßen wirklich schlechte Qualität hat. Meine Mutter hat ein Foto von der Autobahn in den USA mir geschickt. Oh, es ist eine Katastrophe. Ich habe vergessen, wie schlecht es teilweise ist. Außer wenn es nagelneu ist, ist es wirklich eine Katastrophe. Noch eine negative Sache, man kann es nicht vergessen, ist, wie groß manche von denen fettesten Leuten in den USA sind. Das ist überbeeindruckend. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken kann. Also, ich habe immer gedacht, so groß sind die größten Leute halt einfach. Das ist, wie groß Leute werden können. Aber nur in den USA kann man so groß werden. Und die Leute, die hier sehr groß werden, sehen ganz klein aus im Vergleich. Um es deutlich zu machen, würde ich sagen, wenn du den größten Mensch, den du jemals vor dir gesehen hast, doppelst, das ist ungefähr wahrscheinlich der größte Mensch, den ich in den USA gesehen habe. Und es ist traurig, es ist eine Frage der Bildung und die Kultur, wirklich die Kultur. Aber negativ beeindruckt, wie groß die größten Leute in den USA werden. Man muss es wirklich im Echten sehen, zu verstehen. Was ich interessant finde hier mit dieser Diskussion, ist, dass diese Sachen mich erst im Nachhinein beeindruckt haben. Man muss erst ein bisschen Kontrast haben, um den Vergleich zu machen und wirklich zu sehen, was beeindruckend im Heimatland ist. Und
Hier ist eine positive Sache. In den USA lernt man die Geschichte erst von den USA und die Geschichte von der amerikanischen Unabhängigkeit, sag mal. Das scheint relativ vor kurzem. Aber wenn man die anderen Länder, auch in Europa, was tatsächlich längere Geschichte hat und ist von den Europäern länger besiedelt, es gab zumindest 2000 Jahre, wo Leute in Europa gelebt haben. Europa hat die längere Geschichte und die Länder scheinen auch älter. Aber was mich beeindruckt, ist, dass tatsächlich relativ zu der Welt, die USA ist relativ alt. Das Land ist in 1776 gegründet, sozusagen, durch die Unabhängigkeitserklärung, Declaration of Independence. So, älter als Frankreich, älter als die moderne Länder, diese Staaten. Das ist beeindruckend, weil 300 Jahre oder 230 ist nicht so lang. Aber es ist trotzdem länger als viele. Ich war eigentlich nie der größte Fan von Hollywood und so weiter, aber das amerikanische Schauspielen ist auch relativ gut. Es ist gut. Auch im Fernsehen. Ich will keinen Schatten werfen, aber manche deutsche Fernsehserie sind ein bisschen enttäuschend. Vom Schauspielen her. Versteht ihr mich nicht falsch? Ich glaube, die Schauspieler in Deutschland sind sehr gut. Ich bin kein Schauspieler, ich könnte es nie machen. Aber die Leute in Hollywood, in Los Angeles, die nehmen es so ernst. Es ist ihr Leben. Und noch eine Sache, was mich wirklich beeindruckt von den USA, sind die Bananen. Die pflegen die Bananen so sehr im Supermarkt. Es ist wie die Schauspieler. Sie nehmen es sehr, sehr ernst. Und in Europa ist es normalerweise in der Kiste, in der Bananenkiste. In Amerika, ich habe diesen Job sogar gehabt, der Mitarbeiter vom Supermarkt nimmt die alle raus und ich glaube, die machen dies bei Edeka und vielleicht auch Rewe. Die sind auf speziellen Regalen, die Bögen haben und aus einem weichen Plastik sind, sodass die Bananen so wenig wie möglich beschädigt werden. Beeindruckend. Sehr, sehr ernst genommen. Und so soll es sein. Bananen sind wichtig. Ich bin jetzt dabei, das Video zu bearbeiten und ich habe gerade eingekauft und war bei Rewe City. Und ich muss zugeben, Rewe City ist extrem klein und sie müssen alles einpassen irgendwie. Aber sie haben genau diese Regale, die ich beschrieben habe, aber sie haben die 90 Grad gedreht und sie sind völlig zwecklos. Alle Bananen sind trotzdem alle durcheinander und nicht so gelagert, dass diese Schaden vermeidet werden. Also, ich hoffe, dass das Video euch Spaß gemacht hat, dass es interessant für euch war und dass ihr weitere Videos von ULM Mix anschauen wollen werden. Wenn das der Fall ist, dann abonnieren. Und es gibt auch einen Glocken, was man anklicken kann, um mitgeteilt werden zu können, wenn es neue Videos von ULM Mix gibt. Das kann man auch anklicken. Und wenn nicht, dann bitte in den Kommentaren schreiben, was wollt ihr anschauen? Was interessiert euch von Amerika, von Vergleichen zwischen Deutschland oder Europa in Amerika? Was interessiert euch für Sprachenlerninhalt? Bis zum nächsten Mal. Dieses Video wurde stolz präsentiert von der ULMX-App, verfügbar im App Store für iOS-Geräte. Android-Benutzer und diejenigen, die das Spiel ausprobieren möchten, können den kostenlosen Podcast auf iTunes und Spotify herunterladen. Bitte beim Podcast nicht vergessen, den Pausenknopf zu drücken. Die App pausiert übrigens automatisch für dich, damit du gleichzeitig anderswo produktiv sein kannst. Ich nehme ein Taxi vom Flughafen. Ist
I'm taking a taxi from the airport. Ich nehme ein Taxi vom Flughafen. I am taking a taxi from the airport. I'm taking a taxi from the airport.